Hi, herzlich willkommen zur Juli-Folge von Overline TV, beziehungsweise zum CSD-Special 2015 Frankfurt Overline TV oder besser gesagt zum Pre-CSD-Special Frankfurt Overline, ach, ich habe keine Ahnung, aber es wird vermutlich nochmal eine Folge im Nachhinein zum CSD geben. Das ist jetzt die Form CSD, was uns nämlich erwartet. Die Termine, das CLB und Samer Jacobs, wie man am besten sich an jemanden ranmacht oder so ähnlich. Der CSD Frankfurt 2015 findet statt vom 17. bis zum 19. Juli auf der Konstabler Wache. Genau, das ist dieses Wochenende. Genau jetzt dieses, das was in ein paar Tagen ist. Es findet alles statt wie gewohnt. Am Freitag von 15 Uhr bis 1 Uhr, am Samstag um 12 Uhr mit der Demo vom Römerberg bis 1 Uhr. Also nachts, ne? Ja, ist klar. Und am Sonntag von 12 Uhr bis 22 Uhr. Es ist wieder viel dabei. Ein buntes Bühnenprogramm, viele bunte Stände, die CSD-Tombola, die Demo, die Infomeile, die Kulturbühne, der Stöckelschuhlauf, die Schweigeminute. Und ich weiß nicht, habe ich die Demo schon erwähnt? Ich weiß es nicht, aber die Demo ist so wichtig. Demo. Aber was machen wir danach? Was machen wir nachts? Wo gehen wir feiern? Und genau dafür bin ich da. Alle Termine rund um den CSD auf www.overline.tv oder für all die zahlreichen Apple, iPhone, was auch immer Nutzer, also nur iPhone, nicht was auch immer, im Apple App Store die neue Overline TV App mit Bildern, Kalender und wenn's Update draußen ist, auch die aktuelle Folge, also vielleicht schaut ihr sie gerade jetzt schon auf in der App. Wow. Am Freitag um 20.30 Uhr das Kabarett Gay for One Day von Malte Anders, wie der Name schon erahnen lässt, Gay for One Day, also interessant für Heteros und ich bin mir sicher, dass gerade der ein oder andere Heterosexuelle hierbei zusieht. Also könnt ihr euch da aufklären lassen, Malte erzählt so ein bisschen, was sind Schwule nicht oder wie auch immer, wie sind Schwule. Ich weiß nicht, ich schaue es mir am Freitag nämlich auch selbst zum ersten Mal an. Ich erkläre euch später noch, wer Malte Anders ist. Anschließend, also ihr könnt direkt nach Malte, dann ins CLB gehen, ab 22 Uhr zur Eröffnungsparty Darkroom. Das CLB, wer es noch nicht kennt, befindet sich in der Bleichstraße, ich glaube 38, und wem die Adresse bekannt vorkommen mag, da war früher das Puls. Ihr dürft gerne auch wieder hingehen, allerdings nicht in den Eingang, wo es Puls früher war, sondern, also da ist jetzt nämlich eine türkische Shisha-Bar und ich weiß nicht, ob ihr da unbedingt hin wollt, aber nebendran, da wo früher die Piper im Puls war, ist jetzt das CLB. Ich habe doch vorher gesagt, ich stelle euch den Malte noch vor, beziehungsweise erkläre, wer das ist. Drehen wir den Spieß mal um. Der Malte erklärt, was das CLB ist und dabei lernt ihr ihn auch gleich kennen. Besorgte Homos ist das Thema des diesjährigen Christopher Street Days in Frankfurt und eine Sorge sind die Homos losgeworden. Die Frage, wann ein neuer Club in der Bleichstraße aufmacht. Wir haben jetzt endlich einen, CLB heißt das Ganze oder CLB. Was das Ganze heißt, christlicher Lesbenclub oder worum es sich handelt, das finden wir heute raus und wir gehen mal zusammen rein. Düster. Ich würde sagen, wir gucken uns den Laden erstmal an, bevor wir hier was trinken. Sehr gemütlich. Und hier geht's in den Darkroom. Das ist er, der Darkroom. Ja, in Wirklichkeit ist es überhaupt kein Darkroom, aber es ist in der Tat ziemlich dunkel. Hier unten soll ein Club rein, so einen echten Darkroom. Haben die, glaube ich, gar nicht. Vielleicht gucken wir mal. Ja, ich glaube, hier geht es dann auch tatsächlich in den Darkroom. Okay, es geht noch weiter. Ich taste mich mal vor. Ah. Gut, hier sind die Toiletten. Können wir auch gehen. Das wichtigste Element in einer schwulen Bar, die Showtreppe. Ich bin da. Hallo. Man hat ja lange darauf gewartet, wann in der Bleichstraße endlich wieder was aufmacht. Jetzt
macht genau. Ihr auf. Ja. Was heißt denn CLB eigentlich? CLB hat keine Bedeutung. Die Buchstaben stehen für Club Love Bar. Also das ist, wir sind so eine Location für immer, für jede Gelegenheit. Ob man ein Date hat, ob man seine Mutter mitbringen will, ob man nach der Arbeit hier noch herkommen will. Wir sind an sich eine reine klassische Cocktailbar. Das ist auch eine Sache, die uns hier wichtig ist, dass wir nicht einfach nur eine Bar sind, sondern dass wir auch mal Events haben, egal für Bodenschau oder eine Kunstausstellung. Und wir haben natürlich auch einen Sommergarten draußen. Wir haben unseren Clubrunden auf Eventbasis. CSC Freitag, also die Darkroom Party, kostet Eintritt und die RMT kostet dann keinen Eintritt. Wir haben dann erstmal keinen Resident, sondern eher also spezielle DJs gebucht. Jetzt drängt sich die Frage auf, wo ist euer Darkroom? Genau, den haben wir nicht. Das ist ein Name für die Party, weil wir haben hier ziemlich viel dunkles Licht, gedimmtes Licht, der Raum unten, der Club habt ihr ja wahrscheinlich gerade gesehen, ist auch nicht besonders hell. Mehr als ein Name ist es nicht. Sag mal, wie castet ihr eure Mitarbeiter? Was muss man können? Ich suche ja noch einen Job. Ja, also was muss man können? Ich habe Unterlagen mitgebracht. Ja, was muss ich, also wir machen es hier ein bisschen anders, dass wir eher so Persönlichkeit und sowas mehr Wert legen. Und du bist der Anreiz für alle Lesben. Direkt nebendran ist ja das Drei Jütz, ein türkischer Shisha-Bar. Mhm. Und gibt es da schon die ersten Kooperationen? So eine türkische Gay-Shisha, Abende oder sowas? Ich meine, da kann ja so ein bisschen connect, weil dann die Kirche gegenüber noch mit reinholen. Das Heterosexuelle dürfen auch hier rein? Na klar. Ja, da seid ihr tolerant. Da sind wir sehr tolerant. Ich hab mich doch. Ach so. Ja. Nee, also. Ja, mach die Kamera aus. Also in diesem Jahr mache ich Urlaub in der Bleichstraße. Das steht fest. Jetzt eine Shisha. Das wäre was. Ja. Der Malte hockt jetzt dort und macht sich eine faulen Lenz und ich stehe hier und spreche mit euch. Nee. 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 Ich gehe jetzt feiern. Entweder ins CLB, was ihr eben gesehen habt, oder zu Club 78 oder zum Liebesspektakel, jeweils ab 22 Uhr. Oder zur Vertigo ab 23.55 Uhr, also effektiv ab 12. Am Samstag steigt die große Delicious wieder im Gibson um 22 Uhr, genauso wie die anderen Partys. Und zwar wieder im CLB die Amity, wie gesagt 22 Uhr, und im Cube die Pure. Am Sonntag ist das Bühnenprogramm ja um 22 Uhr vorbei und wer bis dahin noch nicht fertig, kaputt, zerbrochen, befriedigt ist, der kann danach noch in die CSD Closing Party im Odeon ab 22 Uhr. Konzi schließt, Opening Party geht los, na dann viel Spaß. Wenn es bis dahin noch nicht geklappt hat, dann vielleicht da. Hat es bis dahin auch noch nicht geklappt mit dem Flirten? Die Sam hat ein paar grandiose Tipps. Hallo liebe Patienten und willkommen zur Sondersendung zum CSD Frankfurt. Wisst ihr, ich beobachte ja immer ganz furchtbare Dinge, so Pärchen, die sich treffen und die überhaupt nicht zusammenpassen. Das sieht man auch gleich von vornherein. Einer, der lässt sich immer gehen und der andere, der ist so, der denkt so, ach Gott, was habe ich mir denn da angelacht? Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht einfach darum, ihr müsst mal klarkommen mit dem, was ihr wollt. Und dann auch direkt und gezielt diejenigen ansprechen. Und dazu gebe ich euch mal ein paar Tipps. Es geht ganz einfach. Geht ihr an die Bar und da seht ihr einen Typ, der euch gefällt. Und dann könnt ihr einfach mal so ganz nebenbei sagen, ey du, sag mal, ist das deine eigene Kotze, in die du da getreten bist? Also zum Beispiel das. Da ist man auch direkt im Gespräch. Und wenn gar nichts geht und ihr merkt, nee, da ist überhaupt nichts dabei, was mir gefällt, dann geht ihr an die nächste Bar, gebt euch mal so richtig alles, was ihr nicht vertragt. Und ich schwöre euch, danach findet ihr bestimmt den adäquaten Partner. Denn ihr müsst eins wissen, beim Saufen werden immer die anderen schön. Ja, jetzt noch ein ganz kleinen Tipp, sehr gut gemeint von mir. Erstens mal immer Kondome benutzen, wenn ihr euch nicht kennt. Und zweitens mal mein neues Buch kaufen. Das ist demnächst im Handel, direkt nach dem CSD Frankfurt. Der Titel ist Syphilis ist kein Beinbruch, sondern eine Geschlechtskrankheit. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Feiern. Bye. Ja, das war's. Und ich meine, mit diesen tollen Tipps kann ja nichts mehr schief gehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn mir einer mit dem Spruch kommt, dann gehe ich. Ich gehe nicht mit, sondern ich gehe weg.
Euch wünsche ich auf jeden Fall ein tolles CSD-Wochenende. Wie gesagt, alle Partys auf www.overland.tv. Vermutlich auch noch mehr Partys, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Und in der Overland TV App. Schönes CSD-Wochenende.